So, hallo, wir machen weiter. Bei, huch, schmeiße ich hier gleich alles wieder um. Super Mario Maker 2 und aktualisieren einfach mal und gucken, ob sich was getan hat. Das ist erstmal der Plan. Ansonsten gibt es keinen Plan. Schauen wir mal, ob es irgendwas Neues gibt. Wenn es nichts Neues gibt, gehen wir einfach bei beliebt und gucken uns da ein bisschen um. Ach du nein, so viele Chosen-Level. Nein, geh weg. Oh, es sind nur Chosen-Level da. Was? Alina, bau was bitte ganz schnell. Okay. Nein, wir gucken mal. Wir gucken mal. 6 von 10. Don't touch the ground level with Spinies. Challenging level. Hei. Dann schauen wir uns das doch mal an. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Ach so. Ach du Scheiße. Ich meinte natürlich Schande. Okay, wir haben schon was erreicht. Eieiei. Treffen die mich da oben jetzt? Okay, die oben treffen mich gar nicht. Das heißt, ich kann da einfach in aller Seelenruhe mich auf den anderen konzentrieren. Die Geister da oben interessieren mich. Das ist doch schon mal was. Okay, nice. So, auch dieser Buring interessiert mich überhaupt nicht. Gott. Alles nur Deko. Der da oben interessiert mich ja. Was? Wann muss ich denn da jetzt oder wie? Ja, mitten rein. Sehr gut. Mitten rein. Okay, aber dann ist der Anfang ja schon mal ganz nett. So, also hier kommen wir. Hier kommen wir auf jeden. Da läuft eigentlich einer. Ach so. Den habe ich, 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 den habe ich komplett verpasst. Ach so. Ach so, da läuft einer. Ja, gut, dass wir das sehen. Jetzt hätte ich wieder komplett falsch gespielt. Mache ich ja zum Glück sonst nicht. Nein. Mache ich zum Glück ja sonst nicht. Falsch spielen. Bin sonst ja zum Glück absoluter Profi und erkenne sofort, was ich tun soll. Ah ja, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn man treffen würde. Dann ist der Buring da oben doch wieder nur Deko und irrelevant. Sehr schön. Ja, dann geht der Anfang schon mal klar. So. Ich darf halt nicht landen. Hä? Ach so. Gecheckt. Jetzt fällt der da runter und jetzt kann ich da einfach rüber. So. Problem ist, es wird keinen Checkpoint geben, weil es ist ja ein Level mit Zielbedingungen. Das heißt, ich brauche gar nicht auf den Checkpoint hoffen. Ich muss am Ende auf ein Ziel hoffen. Aber das wird so schnell nicht kommen. Okay, wir haben aber. Wollte gerade sagen, wir haben aber genug Möglichkeiten, immer mal so ein bisschen auszuruhen. Es geht nicht so zack, 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 sondern man kann so ein bisschen schlafen zwischendurch auch mal. Das ist ganz schön. Also ich hoffe es, weil ich weiß nicht, wie lang das Level ist und ob die Zeit es hergibt. Aber ich hoffe es mal. Also bisher fühlt es sich machbar an. Aber das heißt ja nichts. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Also, ne, machbar im Sinne von, könnte man in einer halben Stunde hinkriegen. Wenn ich nicht so einen Blödsinn machen würde, um das, was alles Zeit kostet. Mach keinen Quatsch, Conan. Spiel richtig. Dankeschön. Ich könnte auch direkt versuchen darüber, aber. Okay, wir gucken uns. Okay, wir gucken uns nicht den Rest vom Level an, weil ich bin gestorben. Aber das kann ich natürlich machen, wenn ich zwischendurch einfach mal auf dem Boden landen sollte. Huch. Neuer Tod. Kann ich mir den Rest vom Level auch erstmal angucken. Und schauen, was eigentlich so auf einen zukommt. Ach, Mann.
Das sind immer so unnötige Tode, die braucht kein Mensch. Die kosten nur Zeit und Nerven und sind einfach nur negativ. So. Klopp. So. Jetzt passt die Geschichte. Jetzt wieder darüber. Und diesmal sterben wir dann nicht. Das war ein richtig dummer Tod vorhin. Und jetzt können wir einfach mal einmal den hier auslösen. Und gucken. Achso, jetzt müssen wir einfach darüber. Also an dem... Es ist ein einziger Mancher. Und ich muss es doch nur... Oh. Dass ich das jetzt nicht auf First Try geschafft habe, ist traurig. Also wirklich traurig. Muss ich mich jetzt auch einfach mal selbst tadeln. Das war Mist. Conan, das war ganz großer Mist, was du da gerade gespielt hast. So, zack. Okay. Das ist halt zum Glück kein Speedrun. Das heißt, ich hoffe, ich kann dazwischendurch ein bisschen warten und nicht immer sofort auf das Nächste und sofort auf das Nächste. Ansonsten wäre es ein bisschen kritisch, wenn es wirklich wie ein Speedrun aufgebaut wäre und man wirklich schnell durch muss. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch keine 6 von 10, sondern eine 9 von 10. Keine Ahnung, was weiß ich. So. Nehmen wir den gleich mit? Ja. Okay. Und jetzt ist der Mancher auch besser. Deutlich besser. Ich hoffe, ich kann hier in den Lücken nicht sterben. Das wäre blöd. Ich weiß es nicht. Oh je, okay. Ich muss... ach Gott, das muss jetzt... das ist ja richtig ekelhaft. Ich muss das zählen. Okay. Reicht. Oh Gott. Der läuft da. Und wir müssen dann so umstellen. Aber er ist zum Glück groß und kein kleiner. Eieieiei. Nein. Aber ich finde das Z am Anfang schön, so. Ach ja, jetzt habe ich. Ja. So, was soll man eigentlich sonst machen? Gut, für manche Leute muss man ja wirklich noch ein Schild hinstellen. So. Ich blicke alles sofort. Ach, Mann, ey. So. Ja. Nein! Da ist ja ein... Da ist ja direkt ein Mancher auf dem Viech. Den habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Der ist irgendwie in die Lampe verschmolzen. Ach. Blöd. Der ist irgendwie richtig in die Lampe rein verschmolzen. Der Mancher. Weiß auch nicht. Irgendwie habe ich den nicht realisiert. Ach, jetzt mache ich hier wieder Blödsinn. Ah, ich hoffe echt, das Level wird nicht zu lang, sonst wird das nix. Wenn es länger wird, dann wird das nix. Also, ich hoffe, da hinten kommt dann relativ bald das Ziel, weil sonst habe ich nicht den Nerv, das immer wieder neu zu starten. Das ist mir dann too much. Wie immer. Ach, komm schon. So. So, das passt. Okay. Diesmal einfach nicht in den Mancher rein. Oh, das war knapp. Oh, das war super knapp, aber es passt. Okay. So. Das Gute ist, auf denen kann man halt relativ gut balancieren. Also, na, es sind ja zum Glück die Großen, nicht die Kleinen. Hätte er auch machen können. Ich bin so eine... Es ist so eine große Fläche, auf die ich Spin-Jumpen kann.
Und ich verfehl's, wenn's drauf ankommt. Ey, es ist. Es ist echt traurig. Es ist echt traurig. Ich will doch nur dieses Level schaffen. Und dann das nächste, und dann das nächste, und dann das nächste, und dann das nächste. So. Nein! Ich hab's gemerkt. Ich hab zu lange gewartet. Ich hab zu lange gewartet. Ich hab's ja gemerkt. Ist ja gut. So. Da bin ich ein bisschen ungeduldig und das kostet mich leider ein paar Mal jetzt das Leben, ich weiß. Aber ich will trotzdem am Anfang relativ zügig durchkommen. Erstens, weil es geht, weil ich dann hinten raus, falls da noch eine schwierige Stelle kommt, ein bisschen Verschnaufspause haben sollte. Ja, wenn wir hier ganz zügig durchkommen, außerdem wäre das auch ganz gut, weil wir das halt immer wieder spielen müssen. Ja, genau. Weil wir das halt immer wieder spielen müssen, wenn wir das uns ein bisschen antrainieren würden, wie das funktioniert hier. Dass das wirklich konsistent dann irgendwann wird. Es ist ja mancher richtig dumm. Ja, wieso springe ich denn dann überhaupt? Der ist besser beim ersten Cycle. Wenn ich da einen Cycle warte, ist schon dumm. Ja, moin. Wenn ich da einen Cycle warte, ist es schon blöde. Das wollen wir nicht. Hopp, 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 plopp. So. Gleich erwischen und jetzt bei dem Cycle, wenn er hochgeht, dann ist er optimal. Dann geht er mancher gerade da runter, dann passt die Geschichte. Aber die Geschichte hat nicht gepasst. Es ist so dumm von Nintendo, warum gibt's bei Sachen mit so einer Mission einfach nicht eine Midway Point? Das kann doch der Ersteller selber entscheiden. Warum wird mir denn da so gegängelt? Dann werden halt bei Sachen, wo man Münzen sammeln muss, werden halt die Münzen gespeichert. Bei Sachen, wo man nicht auf den Boden berühren darf, wird halt die Stelle gespeichert. Ich sehe das Problem nicht. Wenn jemand sagt, okay, die Challenge soll ohne Midway Point sein, ist sie das halt, aber. Was soll das denn? Oh oh, ich habe ein bisschen bald das Ganze. Okay, ich kann da relativ bald drauf. So, treffen wir jetzt endlich mal den Kollegen. Ja. So, jetzt müssen wir einfach nur draufbleiben. Nein! Der untere Bu interessiert überhaupt nicht. Der untere Bu interessiert mal wieder überhaupt nicht. Es geht dann nur darüber. Das ist alles. Es geht dann einfach nur darüber. Okay. Wir haben ein bisschen mehr gesehen. Das ist Progress. Oh nein, jetzt habe ich den Cycle. Oh nein, jetzt bin ich nicht drauf, ne? Jetzt wird der Cycle furchtbar. Ja, weil jetzt geht der Mann. Oh. Jetzt rüber. Nein, was tu... Wie ist denn das jetzt passiert? Das war ja komisch. Okay. So... Es war wieder arg bald, aber man sieht ja, es funktioniert. Also da kann ich wirklich, da muss ich mich nicht, muss ich mir keine Sorgen machen. Es wäre schlauer, dann drauf zu springen, wenn der gleich hochfährt, dass wir den gleich mitnehmen können. Genau so. Und jetzt einfach hier hin. Und jetzt einfach hier hin. Und dann... Was ist da... Was wird denn dann da unten geschossen? Da kam nichts raus jetzt die ganze Zeit. Muss ich da weiter rüber oder was muss ich tun?
nicht gesehen. Aber selbst wenn da nur so ein Bullet-Bill-Viech rauskommt, dann das reicht doch nicht aus. Mist. Da habe ich es nicht gesehen, was da rauskommt. Irgendwas ist rausgekommen, aber ich konnte es nicht. Aber ein Bullet-Bill hätte ich doch wahrgenommen. Der fliegt doch eine ganze Weile durch. Da muss irgendwas ganz Schnelles rausgekommen sein. Ich bin verwirrt. Ach Mist, ey. Nein! Okay. Okay, kann gerade noch so hinhauen. Jawohl, hat hingehauen. Jetzt ist der Cycle wieder richtig und wir können einfach rüber. So. Hey. Jetzt hängen wir halt echt eine halbe Stunde wieder an einem Level. Und werden es nicht schaffen. Wir werden immer ein Stückchen mehr sehen, aber wir werden das Level nicht schaffen. Schon wieder ungute Vorahnungen hier. Nein, zu bald. Oh, das war arg bald, aber es müsste immer noch passen. Ja, es passt schon. So, gleich den mitnehmen. Okay. Oh, draufbleiben. Ah, der rennt dann immer so schnell nach vorne. Macht das nicht. Oh nein, der fällt runter. Oh, ich muss da wirklich schneller. Mist. Muss da wirklich schneller sein. Ei. Ne, die Sache mit dem Midway-Pointern könnte man ja Chosen verantwortlich machen, dass es keinen gibt, aber in dem Fall, er kann ja keinen machen. Er kann ja keinen bauen. Gibt ja keinen. Nintendo nimmt ihm ja die Möglichkeit. Nintendo unterdrückt ihn ja regelrecht. Voll die Unterdrückung. So. Jetzt mal weniger Quatsch reden und auf dem Ding bleiben und dann. Nein! Ich habe halt schon wieder langsam keine Lust mehr auf das Level. Das ist so, da kann das Level nichts dafür. Und Chancen auch nicht. Ich bin einfach zu schlecht. Den besten Drink nicht hin. Ne, jetzt auch noch nicht. Jetzt als nächstes. Ich würde halt gern die anderen Level jetzt noch. Ach Mann. Was machen wir denn? Aber ich will euch nicht immer mit halbfertigen Leveln hier liegen lassen. Das fühlt sich so schlecht an. Aber ich schaff's halt nicht. Ich bin halt so doof. Ich müsste halt eine Stunde oder so das Ding hier spielen, bis ich das hinkriege. Die Zeit habe ich aber nicht. Ich will jetzt auch, nein! Boah. Ich will jetzt auch, über die Ferien. Jetzt kommen ja Herbstferien. Die I Wanna Stop the Simulation, die nächste. I wanna be the guy. Dings von den. Die auch schon Cure gemacht haben. Ach, da kommt so ein Viech raus. Oh Gott, kommt es wieder? Ach du Scheiße, das werde ich niemals. Aber wenn ich das jetzt nicht treffe, dann gucken wir uns zumindest an, was da noch kommt, alles. Moment, wenn da drei Leben kommen, kommt da hinten das Ziel. Wenn da drei Leben kommen, kommt da hinten das Ziel. Oder? Bitte ja. Dann wird wir das ja doch noch schaffen.
bin ja nur wieder zu inkompetent, es zu treffen gewesen. Ah, da kommen 3 Leben. Das ist ein echt gutes Zeichen, dass da das Ziel... Ach Mann, dass da das Ziel kommen könnte. Das ist ein echt gutes Zeichen. Also wenn ihr mich trollen wollt, baut ein Level, setzt irgendwann 3 Leben und dann ist erst ein Viertel von dem Level vorbei. Dann trollt ihr mich schön. Ah. Juhu! Nein, das war nix. Nee, immer noch nicht. Jetzt als nächstes. Die nehme ich. Juhu! Okay. So, dann hier und gleich den Schalter. Okay. Aber es ist immer so kritisch. Nein, das war zu bald! Ich muss ein bisschen warten, bis da die Lücke oben. Ach Mann! Der Decke ist es echt unangenehm, darüber zu springen. Und ja, ich finde immer wieder neue Ausreden für mein eigenes Versagen. So funktioniert das doch. Gibt ja auch Menschen, die schieben alles auf die Steuerung. Egal, was schief geht, aber immer die Steuerung. Bei jedem Spiel ist die Steuerung komisch. Klar. Ach, was? Ist niemand selbst, ist niemand selbst. Nein, nein, ist immer die Steuerung. Weil man selbst wäre ja perfekt, wenn die Steuerung funktionieren würde, ne? Das ist doch logisch. Also, es ist immer jemand anders schuld. Das ist wie in der Schule. Ich habe mich nur umgedreht, weil der mich angesprochen hat von da hinten. Ja. Da dreht man sich trotzdem nicht um. Da gibt es keine Ausrede. So. Okay. Vielleicht sollte ich ja auch einfach ein bisschen geduldiger sein. Ich wette, da hinten kommt das Ziel. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich werde die Leben natürlich nicht holen. Die Leben interessieren mich überhaupt nicht. So, Matsche geht weg. Wir gehen rüber. Hey. Und wenn dann das Ziel kommt, haben wir wirklich auch mehr als genug Zeit in dem Level. So. Vielleicht will ich ihn auch nochmal ein bisschen anders fahren lassen. Das war vorhin irgendwie angenehmer, muss ich sagen. Weiß nicht. Ah, das ist... Der läuft so komisch zurück. Seht ihr das? Der läuft immer viel schneller zurück. Oder es wirkt nur so. Ich weiß nicht. Das wirkt irgendwie ganz komisch, wie der läuft. Ach, Mist, verdammt. 23 Minuten. Ja, was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Matt. Nee. Jetzt als nächstes.
Abflug. So, wann springen wir ab? Jetzt, wenn er rüber geht. Nein! Ich habe da noch nicht die perfekte Absprungssituation raus. Das ist ganz komisch. So, alles lässt sich kontrollieren, aber das da drüben ist so eine ganz komische Stelle, wo ich nicht weiß, wann ich wie abspringe. Es fühlt sich auch so komisch an, auf diesem Ding zu balancieren, während der da entlang fährt, weil der dann einmal sofort gezogen wird und einmal wieder zurückgezogen und bah. Das ist richtig ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft, auf dem Ding zu jonglieren, also zu spinjumpen, während man da so eine Schiene entlang fährt, so vor und zurück. Und dann läuft er da noch so hin und her und bäh. Das ist richtig komisch. Mann, ich will aber da hinten den Sprung hinkriegen. Wow, was tue ich? Passt das Timing hier aber schon wieder überhaupt nicht. Ne? Jetzt bin ich komplett off. Was sagst du dazu, Mancha? Ja, es könnte hinhauen. Jetzt rüber. Ja, geht. Oh Mann! Schieß doch! Oh Gott, das wird knapp. Das wird verdammt knapp! Eieieiei. Ich habe da überhaupt nicht den richtigen. Ich weiß nicht, wann ich darüber soll. Es hat bisher auch nur zweimal geklappt und ganz oft nicht. Also das ist keine gute Erfolgsquote bisher. Ja, weil ganz oft geteilt durch zwei ist nicht so eine hohe Prozentzahl. Zwei geteilt durch ganz oft. Meine ich natürlich. So eine knappe Kiste, aber wir schaffen es. So, aber das ist halt mein Problem. Hierher komme ich ja? Kann ich einfach ein Safe State setzen? Nein, schade. Ach. Müssen das denn Mancher sein? Hätten wir da nicht einfach Pause an die Seite setzen können? Ich kann doch eh nicht landen. Warum müssen das denn Mancher sein? Ist doch schwer genug, auf dem Ding schon zu balancieren. Es muss doch nicht auch noch mich alles töten außenrum. Nee. So ein Level macht halt so lange Spaß, solange man Fortschritt sieht, aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo es keinen Fortschritt mehr gibt, weil ich muss bis da nach hinten kommen. Das ist schon schwer genug. Und dann nochmal die neue Stelle zu schaffen, das ist dann auch das Problem. Also, ich sehe hier gerade echt ein Problem. Ja, danke. Für nix. Boah. Seht ihr es, wie der vorprescht, wenn er das will? Dann renne ich wieder in diesen Scheiß. Das ist doch der, der von der Plattform da kommt. Der wird da abgelegt. Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft? Real Talk. Die Stelle da hinten ist so nervig und blöd. Ich
kriegt die einfach nicht auf die Kette. Jetzt passt das auch wieder nicht. Oh, ach, jetzt falle ich runter. Nein, wir sind bei 30 Minuten. Ach Mann, was mache ich denn jetzt? Vor allem jetzt kommt halt noch dann zusätzlich wieder dieser Druck dazu, dass das Video länger wird. Das guckt sich doch jetzt schon längst keiner mehr an. Es passt einfach nicht. Es passt einfach nicht. Keine Lust mehr auf die Stelle. Vielleicht wann anders nochmal, aber ich komme da hinten nicht durch. Ich glaube, da wird gleich das Ziel kommen, aber ich schaff's nicht. I'm sorry. I'm sorry. 4 von 10, ich hoffe, das kriegen wir hin. 5 von 10. Also vielleicht schaffen wir die 2 Level beim nächsten Mal. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen und tschüss.